ein Mu'min, Bruder. Er ruft den Adhan, nicht er. Er wartet auf den Adhan. Und so waren die Salaf. Die Salaf sahen immer sehr, sehr müde aus. Blass, schläfrig. Sie wurden gefragt, warum seht ihr immer so müde aus? Ihr seht immer so kaputt aus. Was ist mit euch? Was macht ihr nachts? Schläft ihr nicht? Da haben die gesagt, habt ihr nicht gehört, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat? Allah steckt jede Nacht, nicht einmal in der Woche, einmal im Jahr, jede Nacht steigt Allah im letzten Drittel von Maghrib bis Fajr, das ist die Nacht. Von Maghrib, Akşam, bis Fajr, Sabah, das ist die Nacht für uns. Im letzten Drittel, jede Nacht steigt Allah im untersten Himmel herab. Wie ist denn herabsteigen? Frag Allah, Yawm al-Qiyamah. Er sagt, Allah, wie war das herabsteigen? Vielleicht wird er dir antworten. Ich kann dir nur das sagen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Er sagte, Allah steigt jeden... Bruder, la ilaha illallah. Weißt du, ein Bruder hat mir mal die Nasiha gegeben und sagte, Abdulhamid, vielleicht ist die Krankheit nur eine Dua entfernt. Vielleicht ist die Lösung für dein Problem nur eine Dua in der Nacht entfernt. Vielleicht sind die Tränen nur ein Qiyam al-Layl entfernt. Und wir schlafen. Und Allah kommt jede Nacht. Im letzten Drittel steigt er herab im untersten Himmel, streckt seine beiden Hände aus und sagt, wer ist derjenige, der etwas bittet, damit ich ihm gebe? So sagten die Salaf, wir lassen Allah nicht warten, wir warten jede Nacht auf ihn. Wir warten, bis diese Zeit hereintritt, schlafen nicht, damit wir sagen, ja Allah, gib mir das, gib mir das, gib mir das. Ich will dieses Mädchen, ja Allah. Bitte, mach sie mein Nasib. Gib mir Geld, gib mir dieses Auto. Weil das ist ein Mu'min. Weil Allah sagt, wo ist der Bittende, damit ich ihn gebe? Bruder, warst du schon mal verliebt, Bruder? Jetzt wahrscheinlich. Manchmal klappt es, manchmal nicht, richtig? Steh in der Nacht auf und sag, ja Allah, dieses Mädchen will ich. Genau dieses Mädchen, ja Allah, will ich. Sie soll es sein, keine andere. Heute möchte ich nichts zu machen. So arbeitet ein Muslim, weil er weiß, Allah sieht, hört, weiß, tut, gibt, nimmt, hört. Er steht auf, macht, ja Allah, gib mir. Weil wenn du nicht gibst, kann keiner geben. Also Allah, gib mir. Kennt ihr diesen Bruder in Mekka? Floß, 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 Floß. Alhamdulillah, Allah hat den Floß gegeben und möge Allah ihm Frieden ausgeben. Und so ist ein Mu'min. Er denkt, er macht, er hofft und wartet. So waren sie selbst. Jede Nacht stehen wir auf und warten darauf, dass Allah uns gibt. Also mein Bruder, ab jetzt. Auch die Schwester. Es ist die Zeit gekommen, ein Mu'min, eine Mu'mina zu sein. Recht? Bruder,